30 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Ja, der Sprinter 5-Seen-Lauf wird dieses Jahr zum 44. Mal durchgeführt. Er erinnert an den Todesmarsch, der vom Sachsenhausen gestartet wurde vor 45, also 1945 und hier in Schwerin vor den Toren endete. Unser Verein organisiert den Sachsenhausen-Gedenklauf zum 10. Mal. Wir haben immer so circa 150 Teilnehmer und es macht allen viel Spaß und viele kommen auch deswegen, weil sie eben das Gedenken an die Opfer des Todesmarsches ausleben wollen und zeigen wollen. Am Anfang findet es jeweils beim 10-Kilometer-Start und auch beim 20-Kilometer-Start eine kurze Gedenkstunde oder Gedenkminute statt, wo dann auch ein Gebinde niedergelegt wird und die weiteren Platzierungen sind vierter Platz Mädchen Theresia Wetzel aus Konrade in 13 Minuten 10. Den fünften Platz Franziska Weisenstein aus Versmold in 13 Minuten 15. Den sechsten Siegerehrung Jungen, Platz 1, Tore Pedro aus Schwerin, in 12.03. Den zweiten Platz belegt Marc-Michael Pingel aus Schwerin in 12.47. Den dritten Platz belegt Emil Lauf aus Schwerin in 14.15.
Die weiteren Platzierungen: Tim Lacker, Platz 4 in 14,50. Jungen, herzlichen Glückwunsch für eure Zeiten und weiterhin und bis zum nächsten Jahr seid ihr wieder bei unserem Lauf. Für die 10 Kilometer Toni Qualmann, erster Platz. Die Zeit sind 36 Minuten und 6 Sekunden. Zweiter ist Giuseppe Avignon von Post Telekom in einer Zeit von 37,37. Dritter wurde Bernd Kepler vom Möllner SV in 38,54. Noch da. Bei den Damen belegte den ersten Platz Kirstin Pingel aus Schwürz. Zweiter wurde Susanne Hahn aus Bansko in 43,50. Und dritter wurde Anja Voss aus Hamburg in 46,59. Ja, ist doch da. Ja. So, zurücktreten für die Presse. Zweiter wurde Petra Willert aus Schwerin in 1,54,40. Und dritter wurde Jana Wilke aus Schwerin in 202,10.